Mein Name ist Till Sukop von tillsukop.de. Wir starten eine kleine Serie, die nennt sich Geheimnisse des Türkisch Getups. Das heißt, ich zeige ein paar kleine Tipps und Kniffe, wie man die Übung leichter durchführen kann, beziehungsweise wie man stabiler wird und wie man dadurch sicherer die Gewichte nach oben bringen kann oder auch höhere Gewichte bewältigen kann. Viele Leute haben schon Schwierigkeiten beim Start, wenn man die Kettlebell am Boden abhebt. Ich zeige mal ein paar grundlegende Dinge, auf die es ankommt, aber ohne Kettlebell, dass man die üben kann. Und zwar in Rückenlage wird ein Fuß seitlich, etwas seitlich nach außen gestellt. Der andere Fuß bzw. andere Bein wird auch etwas abgewinkelt. Über die aufgestellte Ferse drückt man sich hoch. Die Bewegung ist eigentlich die, dass wir die Hüfte strecken, nur dass wir uns zur Seite drehen. Das heißt, das Knie bleibt oben, wir drücken die Ferse in den Boden und strecken die linke Hüfte nach da, dass wir zur Seite rollen. Der freie Arm sollte etwa parallel zum ausgestreckten Bein liegen. Der andere Arm ist oben. Die Ferse drückt in den Boden und hier drücken wir uns zur Seite. Das Knie muss oben bleiben, damit hier die Hüfte gestreckt wird. Das kann man fühlen, dass die Gesäßmuskulatur fest angespannt ist. Viele kollabieren mit dem Knie, haben in der Hüfte keine Spannung und dann fehlt die gesamte Rumpfspannung eigentlich. Das ist also ganz wichtig, dass wir das Knie nach oben zeigen lassen. Und man muss gucken, wo man den Fuß am besten hinstellt, um hier die beste Hüftstreckung hinzubekommen. Das heißt, von hier aus zur Seite drehen, das Knie zeigt nach oben, dass wir die Hüfte fest gestreckt haben. Gleichzeitig wird der freie Arm mit dem Unterarm oder Ellbogen in den Boden gedrückt. Wenn wir hier die Ferse in den Boden drücken, haben wir die Verschaltung über den hinteren Rücken, über den Gluteus bis in den Latissimus, bis in die andere Schulter hinein. Gleichzeitig kommen wir mit der Verspannung von oben, indem wir hier den Arm in den Boden drücken, sodass bei der Schulter der Latissimus angespannt wird und dann haben wir hinten die diagonale Rumpfverschaltung vom Gluteus in den Latissimus und vom Latissimus zurück in den Gluteus. Das sieht dann also so aus. Hier drehe ich mich zur Seite. Der Arm drückt in den Boden, sodass der Oberkörper wie an einer Schnur gezogen gestreckt zur Seite nach oben kommt. Dann drücke ich mich hoch. Die Schulter wird nach hinten unten geschraubt in den Boden. Also durch die Ferse drücken, hier Hüftstreckung einleiten, zur Seite rollen, gleichzeitig den Ellbogen zack, da in den Boden drücken, dass ich hinten die Verschaltung habe, diagonal über den Rücken. Vorne habe ich die Rumpfmuskulatur angespannt. Das ist ein wichtiger Tipp zum ersten Aufstehen. Also, Füße etwas auseinander beide, den Arm parallel und dann einfach ein bisschen damit spielen mit den Arm- und Beinpositionen und dann klappt der erste Schritt schon wesentlich besser.